Neue Mario Session und ich habe eine ganz tolle Sache entdeckt. Deswegen fange ich damit auch gleich mal an. Dazu entführe ich euch in den Keller. Oh, was habe ich hier bloß schön herausgefunden? Nun, in der letzten Aufnahme, die ja nur aus 4 Folgen bestand, habe ich noch eine ganze Menge mehr versucht herauszufinden, was ich aber rausgeschnitten habe. Unter anderem habe ich dabei einen Raum entdeckt, mit dem ich nichts anfangen konnte. Warum soll ich also irgendwie 5 Minuten zeigen, wie ich einen Raum habe, wo ich nichts weiter weiß? Deswegen habe ich es rausgeschnitten. Aber nee, ich war schon mal hier bei diesem Wasserloch und habe hier dann eine kleine Tauchaktion geleistet, bis ich drüben war. Und da ist so ein Raum mit einem kleinen Rätsel und da war ich so doof für erst. Ne? Hier ist irgendwie so ein Schild, das einem verrät. Einst konnte man die Tür öffnen. Zu dieser Zeit waren die Säulen aber niedriger. Und ja, da ist mir nicht mehr in den Sinn gekommen. Ach, ich könnte ja mal eine Stampfattacke da machen, damit die vielleicht niedriger werden. Und wenn man das macht, fließt das Wasser ab. Und man kann hier Türen öffnen und was weiß ich nicht noch alles. Dann ist man hier nämlich draußen wieder vorm Schloss. Und da ist das Wasser nicht mehr da. Und da drüben ist jetzt ein Durchgang frei geworden, wo das Wasser nicht mehr nun ist. Ach nee, nicht mehr eine Stampfattacke, nur auch als kleine Einlage noch vor dem großen Moment. Denn hier können wir nämlich den blauen Schalter finden. Yay! Löst du ihn aus, kannst du in allen blauen Blöcken Tarnkappen finden. Jetzt kommen wir wirklich mal zu den Tarnkappen. Das waren ja nicht die roten. So, jetzt hoffe ich irgendwie, kann man die Kamera drehen. Wie geht das? Dann da unten sind eigentlich Münzen irgendwie. Wow. Ja, das ist glaube ich schon. Nein, 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 ich bin doch oben, ich bin doch oben. Okay, es ist jetzt eine ganz bescheuerte Kameraperspektive eigentlich, aber vielleicht. Nee, 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 da bin ich leider vorbeigejumpt. Das kann man ja später immer noch machen. Hier kann man dann halt rote Münzen später fangen. Fangen? Was? Bekommen. Ja, Mario hört auf zu schreien, ich weiß. Das ist eine wirklich gefährliche Rutschpartie. Und dann machen wir das hier erstmal ganz normal, den Kurs, bevor ich dann mal später rote Münzen ansammle. Für den Moment will ich erstmal so den blauen Schalter machen. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, 5 Sterne bekommen, das reicht ja erstmal an Fortschritt für Sterne. Dann kann ich es jetzt hier erstmal ruhiger angehen lassen, hoffe ich. Für den Anfang. Okay. Hier ist noch eine schöne Plattform. Wow, 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 bleib bloß drauf, Mario, ey. Okay. Achso, ich bin nur noch auf demselben Ding, das sich rückwärts. Oh, scheiße. Das wollen wir aber nicht, ne? Wir wollen doch lieber hier hin. Kommt noch was? Blue? Ja, hier wird noch was. Jo. Sieht echt gefährlich aus. Oh, das ist es sogar. Aber. Ja, perfekt. Das ist großartig. Du hast den blauen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die. Warum dreht sich die Kamera so komisch? Warum dreht sich die Kamera so um mich rum? Ab jetzt kannst du die Tarnkappe einsetzen und Unsichtbarkeit erlangen. Jeder blaue Block beinhaltet eine dieser Mützen. Ja, natürlich. Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt hier raus? Ist denn nun mal denn. Gibt's da garantiert nichts mehr, wenn ich nicht die roten Münzen gerade einsammle und. Oh doch! Ja, man hätte halt da. Egal. Ich verliere kein Leben und was machen konnte ich hier erstmal sowieso nicht, wenn ich nicht gerade die roten Münzen sammle. Die blauen Münzen ist gut, ja. Oh, guck mal, man kann hier noch die Treppe hochlaufen, weil ich bin gerade den ganzen Weg zurückgegangen, wo ich ja vorhin durchgegangen bin. Und schaut mal, hier ist diese Glaswand, bei der ich mich ja mal gefragt habe, was ist denn dahinter? Erkennt ihr sie wieder? Da habe ich mal das Geheimnis auch gelöst. Aber gut. Jetzt muss ich diesen einen Ort wieder finden. Wo ist er denn genau? Ich glaube, hier oben ist er, ne? Ja, hahaha. Jetzt ist die Geisterwelt endlich mal dran. Lang genug hat's gedauert, aber jetzt dürfte ich da was machen können, richtig? Erstmal den Käfig wiederfinden. Wo war er denn? Ich glaube, der war ganz allein irgendwo separat von dem Rest der Geister. Also müsste hier drüben irgendwo sein. Somewhere here. Der müsste sein. Hä? Okay, wie ging dieser blöde Salto jetzt? Ach, du Blöde. Pff, einfach gekickt, geht auch. So. Muss ich gar keinen Salto machen, kann ich einfach so machen. Okay. Zurück zum Geisterhaus. Und diesmal läuft es anders. Diesmal werde ich hier erfolgreich was finden, habe ich gehört. Hm, wo gehe ich denn mal rein? Hier. Hä? War ich hier schon mal? Das kommt mir direkt mal gar nicht bekannt vor. Habe ich die Tür nie genommen oder was? Verwirrend.
Na gut. Machen wir erstmal weiter hier. Eine. Links. Hey. Das ist ein einzelner Raum, muss ich den Geist besiegen jetzt? Tatsache, das werde ich meinem großen Bruder heimzahlen. Erzählen. Was heißt, werde ich meinem großen Bruder heimzahlen? What the fuck? Nee, irgendwie nicht. Ich gehe einfach mal überall hin. Irgendwann werde ich was finden. Irgendwann, Leute. Vielleicht kann ich auch mal rote Münzen bei ihr einsammeln. Eins. Und. Die Bücher kommen auch raus! What? Das ist ja letztes Mal nicht passiert. Ah, hier, nicht festhängen machen. Das wäre jetzt nicht so geil. Warum nimm lustig denn die Kappe, bevor du erwischt bist von den Stühlen hier? Ja, Spackbrüder. Genau hier kann man nämlich durch. Oh, was ist hier los? Kann ich die jetzt angreifen, bitte? Los, Mario. Kick, Schlag um dich. Erwischt die bitte. Jo, Doppel-K.O. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Da kannst du natürlich. Ich schätze mal bei der ersten Mission. Ja, danke, dass du das zweimal. Also, dass sie das jetzt zwei jeweils einmal sagen müssen. Ich schätze tatsächlich, dass ich schlichtweg alle Geister besiegen muss für eine Mission. Damit was passiert. Oder was ist das hier? Münzies. Ich kann mir ein bisschen mal umsehen hier, ne? Ich finde ich sehr gut. Ich höre hier schon wieder Geistergelächter. Kann die wahr sein? Ladet mich doch ein zu eurer Spukparty. Oh, kann ich mehr. Hä? Noch mehr Schilder zum Mieten. Hey, psst, pass mal auf, die Geister sind sehr schüchtern. Siehst du ihnen in die Augen verschwinden? Sie drehst wieder alles zurück, so wie ihr sichtbar kassiert ist. Das weiß ich doch. Aber sind wieder beim Startpunkt, sehe ich gerade. Na gut, dann gehen wir mal woanders rein. Neue Münze! Oh mein Gott. What is he doing, man? Willst du mir was gut erzählen? Ja. Dann wieder ein Geist zu besiegen. Komm wieder! Komm! Jo! Ja, das müsste gut aussehen jetzt. Ich glaube, ich habe alle Geister besiegt, oder? Das geht erstmal gut, ja, aber muss man sterben? Warum nicht finde ich jetzt noch was? Also, alle Geister besiegt müsste ich haben. Oh, in der Eingangshalle voll der Boss jetzt, ey. Ich werde dich kaputt haben für meine ersten Sterne in diesem Level. Geil. Aber wieso muss der denn so weit weg sein? Gott. Ach, guck mal hier. Geil. Der öffnet sich so eine. Das ist geil. Jo. Also die Frage, will ich mich hier oben noch umsehen? Denn ich kann ja noch 100 Münzen bekommen. Da kriege ich ja mehr Sterne. Ich habe schon 55 Münzen. Warum soll ich jetzt nicht weitermachen und noch mehr Münzen sammeln? Deswegen. Bin doch nicht doof. Dann kriege ich 2 Sterne im Preis von einem. Danke. Jetzt wäre ein Geil, jetzt wieder so ein Auge erstmal. Dass sich irgendwie nicht von mir reden lässt, warum auch immer. Ah, jetzt. Ja, 62! Muss so weiterlaufen. Was haben wir denn hier schöne drin? Särge. Kann man hier schon was machen? Bestimmt nicht, also für einen späteren Stimmen. Oh, doch! Haha! Noch mehr. Noch mehr rote Münzen. Ja. Eigentlich will ich ja gerne den Stern. Wenn ich den roten Münzen. Ich hab gleich so viel aus, welche Sterne ich machen will. Ich sammle hier noch rote Münzen ein, gerade wie blöde. Hier oben. Oha. Oh nein, die Bücher werden wieder lebendig. Lieber nicht. Wow, es ist echt eine schwierige Auswahl, wenn ich gleich viele Sterne einsammle. Bestimmt kann man da irgendwo durch, wenn ich jetzt extra die Unsichtbar-Kappe bekomme. Wo kann man denn jetzt gleich durchgehen? Hier? Hä? Oh, soll ich nur wieder hier unten beim Wasser nach gut. Oh mein Gott, jetzt hätte ich theoretisch auch den roten. Ich glaube, den roten Münzenstern sammle ich zuerst, dann kann ich immer nochmal den Geisterstern machen, ne? Wo sind wir denn jetzt hier landet? Was ist das denn hier schönes?
Okay, aus dem Fenster kann ich nicht rausspringen. Oh Gott, die Bücher des Verderbens kommen wieder aus allen Ecken rausgeschossen hier. Ich brauche immer noch 15 Münzen. Ich würde gerne 100 Münzen stellen, ich hätte gerne auch noch mitnehmen wollen. Was ist hier los? Okay. Ah, so, ich muss die Bücher in die richtige Reihenfolge reinstecken. Ja, ja. Okay, dann erst den. Warte. Ja, ich wollte nicht an das Buch rankommen. Am Ende sterbe ich jetzt noch, weil ich die Bücher immer ständig. Ja, Manuel, raus, bitte da auch richtig hin. Bitte das Ding hier. Und dann das Ding hier. Was passiert jetzt? Macht die ganze Geisterwelt jetzt. Wow! Macht die ganze Geisterwelt so sicher hier, ey. Hier ist noch ein Stern. Ich habe so viel Auswahl, aber ich brauche noch ein paar Münzen, ey. Ich werde die gleich alle hintereinander weg einsammeln. Was wolle, ey. Dann werde ich das alles in eine Folge reinquetschen wieder. Aber ich brauche verdammt nochmal Münzen noch für einen 100 Münzenstern. Ich bekomme nur keine mehr. Ich finde keine Münzen mehr, okay. Dann belassen wir es erstmal bei diesen Sternen, die ich jetzt gefunden habe, den dreien. Das war jetzt der rote Münzenstern, der war mir so wichtig, dass ich den als erstes hole. Denn die roten Münzen will ich nicht nochmal einsammeln, die Geister waren schneller zu bekommen. Und dann werde ich jetzt reinschneiden, wie ich noch die anderen beiden Sterne hole, die ich schon gefunden habe. Hihihi, ich bin ein Genie. Dann nehme ich mir doch jetzt mal den Stern für den Besiegen des großen Buchs noch. Oh nee, ich will nicht schon wieder. Ich renne immer aus Versehen aufs falsche Buch ran, weil ich das hier gar nicht will, ey. Ja. Okay. Und das nochmal. Jetzt verschiebt sich gleich nochmal das lustige Wolkchen hier. Und dann kann ich mir den dritten Stern holen in dieser Welt. Das ist ein neuer Rekord. So viel haben wir noch nie hintereinander in einer Welt geholt. Aber das hat sich ja angeboten, nicht? Wow. Sicherlich kann man jetzt hier noch mehr machen, aber ich will erstmal wieder einen kleinen Szenenwechsel haben. 3 Sterne reichen mir jetzt locker. Löse das Bücherrätsel, das Büchereirätsel sogar. Okay. Und jetzt bin ich richtig extrem, ne? Jetzt habe ich nicht nur Bock, noch einen weiteren Stern zu sammeln, ich hole ihn auch noch in der Giftgrotte. Ja, die andere Welt, wo ich noch 0 Sterne habe, richtig gehört. Es geht so wieder da oben in die Fackeln rein, ey. Wow, oh mein Gott, hier sind Feuer. Hi. Rein in die Schuhe.